Freunde, ich bin zwar wieder ein bisschen wackelig, rein zufällig, hier am Dattelhamm-Kanal, Höhe Waltrop, zwei Kähne, sehr kurios nebeneinander. Da hat wohl der eine versucht, keine Ahnung, den anderen zu überholen, was auch immer. Hier in der Kurve, das ist nicht normal. Tatsächlich, also sie drücken sich jetzt hier gerade ganz vorsichtig auseinander. Die Toronto, den Tanker, habe ich schon mal vor kurzem auf dem Schirm gehabt. Also, und das andere ist auch ein Tanker. Was ist das denn hier? Schleppen die sich gegenseitig ab heute? Also, das ist kein Normalzustand hier auf dem Kanal. Ja, jetzt macht die Toronto auch mal richtig Gas. Der Quant ist mal richtig schön raus hinten. Oder hat der Kleine hier ein Problem, dass er abgeschleppt wird? Kann ich auch noch nicht sagen. Aber nee, jetzt macht hier der Kleine Gas und zieht da dran vorbei. Also, das ist kein Normalzustand gewesen hier gerade eben. So, Länge 86 Meter, Breite 9,50 Meter, 1746 Bruttoregistertonnen, ebenfalls ein Tanker. Aber das war kein Normalzustand. Ein Holländer, man sehe auf die Flagge, aus Groningen. Also, das war, ich sage mal, ein beinahe Zusammenstoß hier. Und das, die Toronto hatte ich vor kurzem schon mal, 110 Meter lang, 1145 breit. 2971 Brutto registert dann. Tja. Also, das auch noch hier in der Kurve. Also, da hat sich der Holländer aber ganz schön verkalkuliert, sag ich mal. Runter zum Glück hier so Kantholzer an der Seite hängen. Ich habe das eben oben von der Brücke gesehen, dass die so komisch zusammenhängen. Da habe ich mal auf die Schnelle angehalten. Boah, jetzt ist der Holländer ohne Name vorne weg. Das ist wie mit den LKWs auf der Autobahn. Die Holländer in Deutschland gibt alles. In Holland fahren sie 81, wenn überhaupt. Das ist immer wieder dasselbe. Ja. Und auch wenn hier Rotterdam dran steht. Aber sowas Kompliziertes macht man normalerweise nicht hier in der Biegung. Da kommt auch gerade noch ein kleiner Verdränger an. Die Eveline will jetzt mit Vollgas
an beide vorbei. Wisst ihr heute was los? Haben die euer Auto getrunken oder was? Naja, wenn ich hier ein bisschen rumwackel, ich habe noch kein Alkohol getrunken. Wir haben irgendwas so um 18.30 Uhr, 18.45 Uhr, Donnerstag, den, was haben wir heute, den Feiertag vom Leichnam. Ja, gut ihr Lieben, das war's dann mal. Kurios, aber anscheinend ohne Schäden. See you later. Norbert vom Kanal, da wo immer die Sonne scheint. Ja, da hinten. Ihr seht sie hinter den Wolken. Bis dann. Ciao, ciao.